Hey Jamiro, GTA 6 droppt morgen. Du wirst es nicht glauben. Morgen kommt? Wie? Nein, GTA 6 kommt morgen. Das kannst... Ich weiß es. Ich weiß es. Das musst du doch auch langsam mal kapieren. Ich bin der Leaker von damals. Ich bin der Leaker. Yo, wollten wir nicht Roomtour aufnehmen? Lass dich, Jamiro. Damit hallo und herzliches Willkommen, was heißt, du kannst merkst heute ein neues Video auf meinen Kanal. Diese Anmoderation ist in den Top 10 meiner besten Anmoderationen. Müsst ihr euch ehrlich sein? Müsst ihr ehrlich sein? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr um das komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, damit heim ist zu Ende. Wir starten rein in die Roomtour 2095. So, hier kommen wir rein in das Zimmer. Hier ist natürlich eine wunderschöne Tür. Nicht wundern, mein Freeze ist wie bei der letzten Roomtour einfach nur im Arsch. Sorry, YouTube. Ja, Freundlichkeit muss erhalten bleiben. Deutsche Sprache, Meistersprache, keine Ahnung, wie das Sprichwort ging. Hier haben wir auf jeden Fall die Tür schön mit LEDs umrandet. Hier so Jacken von North Face, Jack and Jones. Natürlich auch die ganz billigen von New Yorker. Trap House Bag, weil der Boy ist natürlich aus der UK Hood. Ihr wisst doch Bescheid, Central C an die Macht. Nein, ich feiere den Typ gar nicht so krass. Haben wir hier noch so eine eher lockerige Stussy Bag und halt noch so eine Bomber von New Yorker. Anderes Thema, Klamotten kommen gleich nochmal. Hier kommen wir dann direkt zu dem Mülleimer, der interessiert euch aber eigentlich nicht. Hier ist nämlich einfach nur das Bett, was man auch immer schön im Stream oder YouTube-Video sehen kann, weil ich streame ja so oft, Jamiro. Okay, das war mies cringe. Hier geht her, Poster, irgend so ein, ich sag immer Shop, Kuschel, Kissen, keine Ahnung. Mag ich auf jeden Fall sehr, wenn ich nachts im Bett liege und mir so denke, so Rockstar Games. Ich dachte, GTA 6 kommt heute. Ja. So liege ich jeden Abend im Bett. Jedenfalls haben wir dann hier, wenn wir so weitergehen, eine kleine PS3 versteckt, weil ich muss natürlich auch ein Spiel spielen können, Rockstar Games. Und was ist, wenn man GTA 5 nicht mehr spielen kann, dann spielt man GTA 4. Ihr habt es wirklich geschafft, die Community zu zerstören. Ja. Ist eigentlich nur Müll, hier ist so ganz viel Kabelerei. Was ich gleich schon mal sagen kann, Kabelei, bei mir größtes Problem im Zimmer, aber ist auch eigentlich gleich. Hier kommen wir dann zum Fernseher und dem ersten Kleiderschrank, wo so die wichtigen Klamotten drin sind. Hier unten sind so T-Shirt und Pullover. Will ich jetzt nicht alles zeigen, sind Chicago Bulls hier in den Outburger. Das sind Nike-Pulli, Hosen, 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 Fernseher, wie gesagt. Und hier haben wir, das man auch schon aus der alten Roomtour kennen sollte, die Spider-Man-Figur. Können wir ja einmal kurz rangehen. Und darunter kommen auch direkt ein paar Nike-Schuhkartons und da unten auch schon. Dazu kommen wir später nochmal. Was wir jetzt ein bisschen vergessen haben. Ich liebe solche LED-Lampen. Diese LED-Lampen sollte jeder im Zimmer haben. Wenn wir uns dann zur linken Seite drehen, kommen wir erstmal mit sehr, sehr viele Schaumstoffmatten, damit ich Jamiro anschreien kann, weil er mir nicht glaubt, dass GTA 6 heute kommt. Gaming-Stuhl, der mittlerweile richtig ranzig ist, wie man hören kann. Du nimmst mir nicht mehr mein Geld weg, Jamiro. Ich sollte aufhören, Jamiros fronten. Link ist in der Beschreibung. Gönnt euch gerne, der macht super GTA-Tutorials. Hier haben wir einen Cooler und ich würde sagen, erstmal ein Schack-Schack. Jedenfalls, hier ist die PC-Ecke, die wichtigste Area im ganzen Raum. Wir fangen an, ich setze mich hin und zeige euch jetzt mal, welches Unternehmen ich denn hier so unterstütze, nämlich Rockstar Games. Rockstar Games. Ich hoffe, ihr habt es endlich kapiert. iPhone für den Flex, falls Jamiro mal vorbeikommt, sind natürlich auch AirPods am Start, damit ich den Paul, okay, jetzt wollte ich Paul Berger sagen, dann wäre ich ja so ein iCrimex oder Standardski-Fanboy. Standardski ist aber, by the way, immer noch Ehrenmann. Deswegen sagen wir einfach mal, dass wir Jamiro einfach nicht mehr hören müssen. So, kabellose Kopfhörer, Standard, Mikrofon und aus London direkt so ein Schlüsselanhänger, welchen ich für 2 Euro gekauft habe, mit dem Bus weitergefahren bin und für 50 Cent hätte kaufen können. Grüße gehen raus an die Scammer in Edinburgh. Hier haben wir dann nur noch einen Controller, by the way. Ich finde ja mittlerweile dieses riesen Mauspad, was ich mir hier zugelegt habe, insane geil. Razer Maus, Razer Tastatur, Cola mit. Das kennt man eigentlich schon alles, weil es ist genau der gleiche Schreibtisch von damals. Deswegen keine große Änderung. Hier hinten haben wir die Clipper-Sammlung und da hinten steht dann Facecam plus Licht. Die Facecam kann man ein bisschen schlecht sehen, aber egal. Wie gesagt, hier sind dann 2 Monitore und hier die Main Facecam, Licht und hier hinten ist noch ein Mischpult versteckt. Dann kommen wir zu meinem Lieblingsteil in jeder Roomtour, nämlich meinem PC. Weil ihr müsst wissen, ich arbeite in so einer Firma, wo man PCs sehr schön zusammenbauen kann mit LEDs und dass alle Kabel so einfach extrem chillig zusammengebaut sind und deswegen
Viel Spaß. Das ist mein PC. Eine Sekunde, ich mache natürlich Licht an. Hier könnt euch das einfach mal. Wie schön ich den gebaut habe. By the way, hier sind so Dosen, die leer sind, Hammer, damit ich Jamiro verprügeln kann. Flaschen. Weil ich glaube, wenn ich Jamiro mal wieder kolle, will er nur Wasser trinken. Das war das Schlechteste des aller Zeiten. Hier, Reisepass, falls ich mal wieder von Rockstar Games abbauen muss. Und wenn ihr mal eine LED-Fernbedienung braucht, andere Flexen mit Geld, ich mit diesen Fernbedienungen. Eigentlich sollten die auf dem Bett landen. Gut, dann kommen wir zum Müllecke im Zimmer. Wenn wir uns umschauen, da haben wir nichts vergessen. Hier haben wir wunderschöne Flaschen. Hier ist ein Karton voller Müll. Hier sind nochmal Flaschen. Und hier lege ich eigentlich alles hin, was so mäßig Trash ist an der Stelle. Hoffentlich ist das nicht so schlimm. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsabteil. Nämlich so meine Schuhe-Ecke und so ein paar Tiere, die ich mir gekauft habe. Die sich dann mal gebieft haben. Dann hat er einen neuen Freund bekommen. Hat sich immer noch gebieft. Und irgendwann hat er für einen random Freund mal wieder angenommen, mit dem er auch ein Gebief hatte. Ich habe doch keine Ahnung. Willkommen zu Tim und Foxy! Da. Wenn ihr sie sehen könnt, da sind die Brüder. Ich habe, glaube ich, die Tür zu weit aufgemacht. Egal. Das war jetzt ein bisschen sehr laut. Jamiro lässt nicht. Hier unten an sich sind einfach nur noch mal Klamotten. Ich muss mein Handy völlig kurz holen. Hier unten sind so noch mal so Klamotten. So, ich sag immer, hier ist die Billigabteilung. Wie als ob ich einen Laden hätte, einfach nur Billigabteilung. Wie Jamiro sein ganzes Leben einfach billig ohne Ende. Dann können wir das ja alles wieder zumachen auf den Spat. Und kommen zu meiner Schuhsammlung. Was ich schon mal sagen kann, dadurch, dass Jamiro meine Videos cuttet, kann ich mir leider keine guten Schuhe leisten. Deswegen trage ich sowas wie Lidl-Botten und so. Willkommen zu meiner Schuhsammlung. Ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, Jamiro gönnt mir nicht und deswegen sind hier die Lidl-Botten. Ne, die habe ich mal mit einem Kollegen gekauft, so aus Langeweile, weil wir die einfach cool fanden. Ja, wir können ja anfangen. Man merkt, glaube ich, dezent, ich mag Air Force. Die normalen Air Force in weiß, Air Force in schwarz, irgendwelche Air Force mit so einem grünen Müll. Keine Ahnung, was das hier für Nike-Schuhe sind. Aber hier sind dann nochmal welche und die Lidl-Schuhe. Hier haben wir dann noch Parfüm, Deo, Parfüm und Kettensammlung, wovon natürlich die beste gerade an meinem Hals ist, nämlich von Michael Jordan. Ist persönlich, yo. Grand Theft Auto 4, Schlüsselanhänger und diese wunderschöne Brille, die ich gerade schon auf hatte. Genau, dann hier oben haben wir meine kleine Cap-Sammlung. Sind noch nicht ganz so viele. Eine habe ich jetzt auch gerade auf, natürlich die Chicago Bulls, weil wir natürlich kein LA-Fan sind. Ich verstehe nicht, warum ich hier eine LA-Cat habe, obwohl ich kein LA-Fan bin. Hier, schönes LED-Licht. Ist so eine kleine Palme, so auf LA angelehnt, weil wir sind natürlich die größten LA-Representer in ganz Deutschland. Und da würde ich sagen, kommen wir zu meinem kleinen Schrank, den kennt man auch schon. Wir haben den nur ein bisschen jetzt umgebaut, nämlich sagen wir mal den GTA-Schrank. Hier oben steht Gönnergy. Was soll ich sagen? Rot war nicht so mein Fall, Blau war okay und Gelb war auch okay. All in all, 8 von 10, beide, aber der Rote ist einfach Trash. Sorry, Monte. Ich hoffe, du schenkst mir trotzdem Subs. Hier oben haben wir so einen Fast and Furious 10 Becher. Hier hinten steht dann San Diego Album und Buch und Filme und PS2-Spiele. Ja, dann kommen wir hier runter. Dann ist hier nochmal so Corona, weil hier das Auto von Dom to Retro ist. Irgendein Hot Wheels. Und hier haben wir natürlich Ich chill im Los Polos Hermanos a la Achi Gustavo. Ein Lego-Set von Los Polos Hermanos. Das ist aber nicht echtes Lego. Deswegen stimmt, es ist kein echtes Lego. Du hast den Finger auf dem Mikro. Hier kommen wir zu GTA-Schrank. Kennt man natürlich hier, die beiden sind neu. Haben wir uns zwei PSP-Spiele gegönnt. Das GTA steht natürlich auch immer noch am Start. Absolut Legende. PS2 steht mittlerweile so, weil GTA Vice City 3 und San Andreas so stehen sollte. Hier sind dann so, keine Ahnung, was ist, woher ich das habe, keine Ahnung. Pisswasser ist natürlich am Start. Wunderschön. GTA 5, GTA 4, GTA Liberty Cities. Episodes vom Liberty City. Hier haben wir dann schön Dollar, weil wir sind natürlich im GTA-Leben und hier sind dann so London-Währung, weil ich in London war und deswegen muss ich das natürlich auch representen, genauso wie Trap Star Shit. Wenn wir dann eins runterkommen, kommen hier die wunderschönen Jordan 1er, wunderschöne Schuhe, sind extrem bequem, irgendein Snapple. Hier steht dann nochmal GTA 4. Ist halt einfach die Completed Edition dann. Calypse,
und nochmal Dunks. Und hier haben wir nochmal Hot Wheels. Eins darunter kommen dann nur noch Kartons so von iPhone, der Kamera, mit der wir gerade aufnehmen. Und so amerikanische Modelle wegen Jamiro umgekippt haben. Scheiße, es hat hier eine Beule. Ich werde Jamiro finden. Wann? Jamiro, wenn ich dich finde, bist du am Ende. Du bist Ende. Deutsch war schon immer meine Stärke. Ha, gucken wir uns hier so um. Sollte eigentlich alles passen bei Red Kabelverlegung nochmal hier unten. Ja. Habe ich doch wunderschön verlegt. Ich würde sagen, das war dieses Roomtour. Ich hoffe, man hat den Ton gut verstanden. Kameramann hatte aus Versehen den Finger auf dem Mikrofon. Ich weiß es nicht, wie die Kamera sowas machen kann. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das immer findet. Dann würde ich sagen, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr um das komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt. Oh, es wird Zeit, nächstes Video für Jamiro aufzunehmen, weil ich bin sein Cutter. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Luca und ciao, ciao.